Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode hier zur FIFA 20 Karriere mit Werder Bremen. Wer die letzte Episode nicht gesehen hat, ich glaube, der wird jetzt in der heutigen Episode schon von alleine, ohne dass ich irgendwas sagen muss, gespoilert, wenn man sich hier diesen Newsartikel anschaut. André trifft beim 2:0 Sieg von Lille gegen Bremen. Und wenn man jetzt noch das alte Ergebnis im Kopf hat, dann weiß man, dass wir ja nur 1:0 gewonnen haben im eigenen Stadion gegen Lille. Dementsprechend sind wir raus aus dem Europa League Pokal, was natürlich sehr schade ist, aber ich glaube, ich habe das auch in der letzten Episode erzählt gehabt, wir müssen uns da überhaupt nicht irgendwie was vorwerfen oder sowas, weil wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben eine wunderbare Leistung gezeigt, auch gegen Lille, wie ich finde, waren wir eigentlich ziemlich stark mit dabei und wir können auf jeden Fall, ich denke mal, wenn wir in die Retrospektive gehen und wenn wir auf die Europa-League-Saison zumindest nur zurückschauen, können wir, glaube ich, alle stolz auf unsere Mannschaft sein. In der heutigen Episode müssen wir ran gegen den FC Köln und gegen FC Köln wird es auch ganz, ganz wichtig und ganz schön spannend, denn Köln sitzt momentan auf Platz 8, wir auf Platz 9 und Hoffenheim auf Platz 7, und Frankfurt auf Platz 6. Das Problem ist halt eben, wenn wir jetzt gewinnen gegen Köln, muss Frankfurt am besten verlieren gegen Freiburg. Wobei, dann sind wir halt eben punktegleich und ich mag jetzt mal einfach zu bezweifeln, dass wir es schaffen werden, was sind das dann, 4, dass wir 11, 12 Tore schießen gegen Köln. Das mag ich zu bezweifeln. Ich kann vielleicht dafür sorgen, indem ich auf Amateur stelle, aber wo kommen wir denn hin, dass ich auf einmal jetzt hier in der FIFA-Episode auf einmal so 14 Tore schieße oder sowas. Nee, aber wenn wir hier gewinnen sollten gegen Köln, was absolut unser Ziel sein muss, dann haben wir es geschafft, zumindest punktegleich mit Frankfurt zu sein. Und dann müssen wir schauen, dass wir in den letzten 4 Spieltagen dieser Saison noch die Punkte vor Frankfurt sozusagen bekommen können, sodass wir den 6. Platz ergattern, sodass wir dann in der Europa League in der nächsten Saison sind. Weil das sollten wir auf jeden Fall erreichen, sonst wäre das halt ziemlich doof. Des Weiteren, ich erschrecke mich ziemlich vor unserer eigentlich auch Gegentor-Statistik. Weil, überlegt mal, wir haben insgesamt nur 26 Tore geschossen. Das ist halt unfassbar wenig bei fast 30 Spielen, die wir jetzt hier haben. Wir sehen auch schon alle anderen Mannschaften. Wir sind auf einem Level mit Hannover 96, die auf Platz 14 sind. Ich meine, vielleicht kann man sagen, Effektivität zahlt sich aus. Das ist wohl wahrscheinlich ein Sprichwort, was bei uns dann hier so passt. Aber vielleicht sollten wir uns auch mal bemühen, mehr Tore zu schießen. Mal gucken. Und da irgendwie gefühlt alle unsere Spieler komplett K.O. sind, musste ich jetzt das irgendwie zusammenreimen. Also an sich ist das hier natürlich so unsere, ich nenne es mal, Standard-zweite Mannschaft. Ne? Wir haben so Martin Harnik vorne mit dabei, wir haben jetzt so ein Szymański wieder auf den Außen, wir haben Moisander in der Innenverteidigung und solche Sachen einfach. Aber dann kommen auf einmal so Spieler wie zum Beispiel Friedel mit rein, die ja kaum irgendwie spielen, weil ich musste mich darauf konzentrieren, jetzt Veljkovic wieder auf die ZDM-Position zu setzen, weil Bargfrede ist halt nicht so ganz fit. Und also auch wenn in der letzten Episode sich Banega noch beschwert hat, dass er ja nie spielt, der Arme, weißt du, Banega spielt ja nie. Gott, der hat's ja so schlimm bei uns, ne, obwohl er absolute Stammposition hat. Der ist halt leider gar nicht fit und deswegen will ich ihn natürlich nicht spielen lassen. Also muss ich so ein bisschen was hier rumreimen mal wieder. Ja, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden so. Und ich will es nicht aussprechen, weil ansonsten verliere ich hier noch gegen Köln oder so. Und allein nur, weil ich jetzt schon daran gedacht habe und ich das jetzt so gesagt habe, werden wir wahrscheinlich verlieren oder sowas. Aber wir müssen gewinnen, Leute. Wir müssen gewinnen. Drückt jetzt bitte alle die Daumen. Das ist jetzt arschwichtig hier. Die allerletzten Spieltage brechen an und ich will in der nächsten Saison mit euch weiter in der Europa League natürlich uns probieren. Also von daher, Daumen drücken. Ich brauche eure Energie. Here we go, auf geht's gegen Köln. Werden wir es schaffen, vielleicht vorzustoßen auf Platz 7? Platz 6 ist ja nicht erreichbar, aber wir müssen jetzt auch hoffen natürlich, dass Frankfurt gegen Freiburg verliert oder unentschieden geht auch, sofern wir dann natürlich im nächsten Spieltag dann einfach gewinnen werden. Schön gemacht hier von Veljkovic, guck mal, deswegen habe ich ihn eingesetzt. ZDM-Position ja auch für ihn und so. Ich muss mal gucken, genau, bevor ich das vergesse, hier direkt auf Offensiv zu stellen. Ich habe euch ja auch schon in den letzten Episoden immer erzählt gehabt, dass das eigentlich unsere Go-To-Strategie sein sollte. Oh, guck mal, es hat sich ja kaum was verändert jetzt hier. Jetzt passt auf immer die Formation relativ gut. Ja, dann würde ich das auch direkt mal so lassen. Und ich habe es halt irgendwie in jeder Episode immer und immer wieder vergessen. Dann immer erst irgendwann mitten im Spiel oder sowas erst wieder umgeändert. Aber jetzt habe ich dran gedacht. Also können wir jetzt auch hoffentlich gut durchstecken. Jawohl, Costa. Im wahrsten Sinne des Wortes. Flankt den mal rein. Oben ist Piotrowski. Aber Piotrowski kommt da nicht ran. Die haben da jetzt ein Techtelmechtel gemeinsam mit dem Keeper, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ich meine, you do you und so. Ne? Vom anderen Ufer kann man auch sein. Jetzt sehen wir hier Horn. Nicht Timo Horn. Nicht zu verwechseln. Könnt jetzt durchlaufen. Gut gemacht, Friedel. Ja, gut gemacht. Körper reingestellt. Pille so ein bisschen abgefangen. Für uns, damit wir jetzt im Ballbesitz bleiben. Und jetzt geht's halt wieder ratzfatz. Jetzt geht's wieder richtig schnell. Wunderbar. Szymański. Bisschen Tempo auf den Flügeln mit draufbringen. Muss aber ein bisschen abbremsen. Der Außenverteidiger von denen ist auch nicht ganz langsam. Wir können den nicht ganz kontrollieren mit Cuisance. War aber auch eine gute Chance. Ich wollte eigentlich schön auf Piotrowski da spielen, der viel Freiraum da oben hatte. Vielleicht um abzuziehen, vielleicht um durchzudribbeln. Man hätte es ja sehen können. Ich muss mich weiterhin eigentlich darauf konzentrieren, bessere Dribbler oder sowas zu werden. Wir sehen oben nochmal die Tabelle. Wir sind momentan punktegleich mit Köln. Wunderbar von Cuisance. Punktegleich mit Köln. Wenn wir hier gegen Köln gewinnen, sind wir auf jeden Fall an Köln vorbei.
Oh, wunderbar. Schön, der behält sogar noch die Pille. Wunderbar, da will er sich gegen drei Gegenspieler da durchsetzen. Spielen wir auf Veljkovic, der spielt auf Piotrowski. Piotrowski mit dem Schuss, Piotrowski. Nee, auch zu lasch geschossen. Ich muss auch mal sowas versuchen, aber es bringt uns irgendwie gar nichts. Ich habe das Gefühl, FIFA ist kein Fußballsimulator mehr, so wie ich das mal kannte. Ich habe jetzt irgendwie so 100 Versuche oder sowas gehabt mit den Schüssen hier und so. Und irgendwie ist irgendwie ein Tor nach 100 Versuchen irgendwie damit reingegangen oder sowas. Egal, Piotrowski. Vielleicht können wir auch mal so reinflanken. Das ist ja sogar noch schlechter, als wenn ich das mit dem Eckball mache. Jetzt müssen wir aufpassen. Perez kann jetzt einen Konter durchziehen mit Weghorst. Der ist aber nicht der schnellste Spieler. Das passt also eigentlich ganz gut. Guter Zwischengang von Friedel. Wunderbar. Kommt aus der Eckballposition wieder raus. Sprintet im Vollsprint wieder zurück. Und kann sich die Pille holen. Veljkovic. Offensiv jetzt. Auf Eggestein. Eggestein könnte jetzt wieder ein bisschen in die Mitte reinziehen. Macht er auch. Ach, schade. Da wollte ich ja links wieder durchziehen. Das ist das Übliche, was ich gerne immer mache. Da ist das Einzige, was ich dribbeltechnisch irgendwie auch nur drauf habe. Perez. Ich weiß nicht, ob er Pavlenka aus dem, Capino aus dem Tor raussteigen gesehen hat. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Capino war dann jetzt auch auf einmal wieder im Tor, falls der Fall sein sollte. Oder er hatte irgendwie eine Fata Morgana oder sowas. Kann ja auch mal passieren. So, Eggestein möchte durchsprinten. Und wie er das möchte. Gegen Horn. Horn setzt aber seinen Körper rein. Und kann sich da die Pille holen. Klärt ihn jetzt auch weit. Sogar auf seinen Spieler. Ja, Veljkovic kommt da nicht so ran. Obwohl er ein großer Spieler ist. Er hätte hochspringen können, sich den Ball holen können. Genauso wie hier jetzt gerade Ferrari, der sich den Ball hätte einfach schnappen können. Und da müssen wir jetzt aufpassen. Costa gegen Lazari. Lazari schneller als Costa. Lazari könnte abschießen. Macht das aber nicht. Spielt lieber in die Mitte. Spielt auf Weghorst. Da müssen wir auch aufpassen. Weghorst schießt aus der Position. Und bringt so viel Gefahr mit rein. Ich finde, aus so einem Winkel zu schießen bringt genau, also ich persönlich, aus meiner persönlichen Erfahrung, aus dem Winkel zu schießen, ist genauso effektiv wie meine Fernschüsse immer. Also finde ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Egal. Es gibt nochmal einen Eckball. Jetzt für Köln. Mal gucken, was sie aus dieser Situation machen können. Lazari möchte den reinbringen, die Pille. Macht das auch. Toloi steht da, aber wir sollten den eigentlich abfangen können oder, naja, die köpfen den halt irgendwie so ins Aus, dass wir jetzt einfach einen Abstoß bekommen. Das geht natürlich auch für uns, klar. Ja, und in der nächsten Partie müssen wir dann ran, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im DFB-Pokal gegen Leverkusen. Gegen die Werkself. Oh, was macht denn Veljkovic da? Perez mit Weghorst. Haben jetzt Freiraum. Weghorst spielt auf Außen auf Schaub. Schaub hat jetzt, konnte durchstecken, aber Friedel macht das wahnsinnig gut. Gut, dass wir so einen Friedel da haben. Ja, wo, wir werden so bedrängt. Was soll ich denn machen? Schuss finden in eigene Hälfte oder was? Schaub auf Weghorst. Auf Perez, der beim Abseits stand, wie ich finde. Und der will auf einmal den Lewandowski 2.0 machen aus einer weniger, aus einer wenigeren Entfernung. Und es war doch kein Abseits. Ja, ist klar, das war doch kein Abseits. Nee, Entschuldigung, die Linienrichter sind ja auch hier in Köln. So können wir uns jetzt hier mal endlich freispielen. Können wir tatsächlich mit Ferrari. Eggestein will nicht durchrennen. Eggestein, wir spielen auf Offensiv. Schön. Horn, greift mal wieder an. Ja, Flanken bringt ja nichts. Muss ich also in die Mitte ziehen. Wunder, nein, Veljkovic wird durchgesprintet. Oh mein Gott, Weghorst, was machen die denn mit uns hier? Ich weiß, ich spiele auf Legende, aber dennoch muss ich die Schwierigkeit wieder ein runterschrauben, damit wir die Europa League noch schaffen. Aber das wäre doch Cheating, oder nicht? Weghorst kann reinflanken, kommt eine Traumflanke rein. Oh, der legt zurück. Capino, klär den doch, Costa. Oh mein Gott, Capino. Du Monster, du hast gelernt bei Pavlenka. Gib's ruhig zu. Eggestein rennt jetzt oben. Ah, nicht so sonderlich stark. Oh, der Gegenspieler hier mit einem Fehler. Ah, aber der kann ihn dann noch irgendwie noch kontrollieren. Niemand weiß wie, aber er kriegt es dann trotzdem irgendwie noch hin. Und jetzt bringen sie wieder weit, wir können ihn abfangen, aber direkt in die Füße des Gegenspielers, ist aber dem Schiedsrichter egal, der sieht hier gar keine Chance mehr daraus, oder da drin, in diesem Angriff und pfeift jetzt ab zur Halbzeit, Leute. Ja, ich habe mir damit auch wirklich eine Herausforderung gestellt, als ich den jetzt auf Legende gestellt habe, muss man schon sagen. So, Leipzig führt 2:1 gegen Wolfsburg und Frankfurt führt 2:0 gegen Freiburg. Ja, ich habe mir, wie gesagt, damit eine große Challenge, eine große Bürde auferlegt, muss ich sagen, und ich habe jetzt damit zu kämpfen auf jeden Fall. So, da kommen wir ran. Zweite Halbzeit ist jetzt angepfiffen worden. Ja. Ach, das hat Piotrowski! Mann, es sind aber auch... Ich hab so... Ohne Scheiß, ich habe jetzt so das Gefühl, aber das kann ja eigentlich nicht das Problem sein, weil es gibt ja auch Leute, die ja damit klarkommen mit der Schwierigkeit. Es gibt ja Leute, die kommen damit klar, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass zum Beispiel Pässe und so weiter viel schlimmer ankommen. Was aber, wie gesagt, ja gar nicht sein kann. Ich weiß auch nicht, was es ist. Egal, wir konnten uns ja irgendwie noch freispielen. Wunderbar gesehen. Martin Hane, ganz oben sprintet der jetzt, der Szymański. Szymański ist erstmal durch. Szymański? Nein! Junge! Da will ich doch gar nicht hin! Veljkovic macht das super. Wunderbar. Die offensive Position jetzt hier von Veljkovic. Was für ein Einsatz der zeigt. Und der rennt sogar noch weiter. Veljkovic! Ist er denn des Wahnsinns? Veljkovic! Der wird doch wohl nicht... Veljkovic!
Das sind halt unsere Chancen. Weghorst wird da angespielt. Ah, kein guter Kopfball. Ärgerlich gemacht. Echt nicht sauber hier abgespielt. Köln muss sogar als DSG Leverkusen ran. Ja, Leverkusen erwischt jetzt also mich und Köln. Interessant. Also mal gucken, die Mannschaft, die hier heute gewinnen sollte, falls hier einen Gewinner gibt und so, da weiß man ja schon mal, da wird Leverkusen auf jeden Fall die größeren Probleme gegen haben. Costa, nicht der schnellste Spieler, vor allem nicht gegen Lazari, aber kann sich ein bisschen freispielen. Schneller als Sabali ist er auch. Ach komm, wir müssen halt flanken. Eggestein, nee. Es ist so ein Trauerspiel. Es wäre so viel schöner, wenn sowas auch effektiv ist. Mann, wenn man auch mal flanken könnte. Aber wie oft jetzt mal ohne Scheiß, hätte ich das von Anfang an gewusst, dass das so miserabel ist von den Flanken her, hätte ich von Anfang an der Karriere eine Statistik aufgestellt, wie oft ich flanke in dem Spiel und wie oft daraus eine gefährliche Situation am Tor gekommen ist. Und ich sag's euch, wie es ist, ich habe so häufig, ach, ich reg mich schon wieder die ganze Zeit nur auf, ey. So, was machen wir hier? Bargfrede. Nee, ich will eigentlich nichts wechseln. Nein, das muss jetzt mit der Mannschaft hier funktionieren. 61 Minuten und so weiter, eigentlich so die schöne Zeit, wo man auch mal was wechseln kann, wo man einen frischen Mann nochmal reinsetzen kann, aber ich bin eigentlich mehr oder weniger zufrieden. Weiter Ball jetzt hier. Ich glaube, da kommt er sogar noch locker ran. Oder? Ah, gar nicht mal so. War extrem knapp, kam da aber nicht mal ran. Besser für uns, weil damit gibt es jetzt halt eben für uns einen Abstoß und damit auch hoffentlich dann wieder eine Situation, die wir hieraus natürlich bauen können. Kommen wir da... Alter, wo köpfst du ganz hin? Meine Güte, vor allem ich drücke nach rechts, also kann ich das ja gar nicht gewesen sein. Kriegen wir hier den Ball? Jawohl, Moisander kann sich den Ball noch hier ergattern. Jetzt sind wir wieder hart im Bedrängnis gestellt worden. Aber wir sehen da oben den Costa, der mehr oder weniger frei steht. Und der sieht den Szymański. Guck mal, das funktioniert auf einmal eigentlich ganz gut. Piotrowski kann den Ball nicht ganz für sich kontrollieren und Szymański will den Ball auch einfach nicht mitnehmen. Haben wir hier, gute Schuss findet er jetzt hier, Cuisson ist ausgetanzt. Lazari könnte auf den Außen spielen, damit er reinflankt, spielt er in die Mitte auf Cosciello, spielt in die Mitte rein und dann ist Weghorst derjenige, der, glaube ich, einfach die Pille da reinmacht. Der steht auf einmal dann Gold richtig, ja, selbstverständlich doch. Ist es vielleicht dann doch Zeit, in der nächsten Episode wieder die Schwierigkeit runterzustellen? Ich weiß ja nicht. Cuisson wechsle ich jetzt raus, Piotrowski wechsle ich raus für Ihorst. Ansonsten kann ich, glaube ich, nicht viel machen. Ich kann Eggestein raussetzen, weil Henrichs da immer extrem stark war auf den Flügeln, wenn ihr mich fragt. Das müssen wir jetzt mal ein Dreier wechseln. Ich bin überhaupt nicht zufrieden damit. Und natürlich von allen Spielern ist es Weghorst, der das Tor dann halt eben macht, ne? Weil der Top-Torjäger von denen das ist. Deswegen hat der einen Spieler auch wieder nochmal abgelegt auf Weghorst. Weil es sind immer nur die Top-Torjäger gefühlt. So, was haben wir hier? Szymański. Oh, super die Grätsche ausgeguckt. Aber wohin? Wo sind unsere Spieler? Wollt ihr überhaupt? Nee, dann stelle ich halt auf sehr offensiv. Und muss wieder in die Aufstellung wahrscheinlich reingucken. Ja, weil Bargfrede auf einmal zum Stürmer umfugiert worden ist vom Spiel. Ja, dann machen wir es halt eben so. Wenn es halt nicht anders geht, Leute, dann machen wir es halt eben so. Dann spielen wir es auch sehr offensiv. Doppelspitze vorne mit dabei. Plus Flügelspieler. Dann machen wir es halt eben so. Henrichs. Schön auf Martin Harnik. Der legt ab auf Bargfrede. Der legt ab auf Veljkovic. Veljkovic mit viel Freiraum. Bargfrede können wir auch nicht. Und es gibt jetzt tatsächlich noch Abstoß, weil er abgewehrt hat gegen unsere eigenen Spieler. Also Pech muss man halt auch nicht immer haben, oder? Ehrlich jetzt. Es muss doch nicht immer Pech sein. Gegen Lille hatten wir auch so viele hundertprozentige Chancen, die einfach nicht reingegangen sind. Ach man, Ferrari, kommen wir nicht ran. Gut gemacht von Moisander. Alter Krüppel, aber die Stärke, die Defensive, das defensiv-taktische Verständnis hat er immer noch. Ja, aber abseits habe ich schon selber gesehen. Ich wollte ihn eigentlich schon so durchstecken lassen, aber weil er auch einmal so zurückgeschreckt ist, aber hat leider nicht so funktioniert. Mein Fehler. Gut rangegangen. Wunderbarer Kopfball. So, jetzt bitte. Ich lobe euch sogar für eure Leistung, okay? Das müsst ihr euch doch eigentlich pushen, Leute. Wohin? Ganz oben. Schön gesehen. Schön gesehen. Der sieht... Ach, Martin Harnik. Und dann grätschen die wieder in der perfekten Sekunde. Schön, Szymański. Auf Martin Harnik. Der hat jetzt mal ein bisschen was. Der hat jetzt mal ein bisschen was hier zu trällern. Nee, hat er nicht. Weil er nicht weiß, wohin mit der Pille. Bargfrede. Spielt mal auf dem Außen zu Ferrari. Ich will halt nicht flanken, es bringt halt nichts. Veljkovic. Wunderbar gesehen. Schön auf Martin Harnik. Martin Harnik kommt da aber leider nicht durch, weil es dann wieder die Innenverteidigung ist, die halt zu Bomben sicher halt irgendwie steht. Es ist halt keine freie Situation. Solche Situationen würde ich gerne flanken, aber wenn sie gar keine Effektivität zeigen. Jeder im Real Life würde da natürlich flanken. Der Trainer würde sagen, auf den Flügeln, weißt du? Och Mann, und da können wir die Pille auch nicht kontrollieren. In die Mitte, Kopfball. Ach, fuck off, Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Meine Güte. Ja, natürlich. Aber selbstverständlich.
Und damit kriegen wir jetzt einen Kopfball rein, weißt du? Ich beschwere mich die ganze Zeit. Die ganze Zeit beschwere ich mich über Flanken und was weiß ich nicht was. Und was passiert jetzt? Jetzt machen die ein Flankentor. Und ein Kopfball und es geht rein. Und bei mir ist auch noch das absolut Tolle, dass ich jetzt gar keinen Sound mehr habe, weil ich jetzt gerade mein Headset wieder rausgerissen habe. Ach, wunderbare Leistung. Meine Güte, das darf doch echt nicht wahr sein. Dann machen sie halt ein Kopfballtor. Ich beschwere mich die ganze Zeit darüber, dass man halt hier leider in FIFA keine Kopfballtore machen kann. Zumindest ich kriege das irgendwie nicht hin, weil es mit den Flanken irgendwie nicht funktionieren will. Und dann machen sie sowas einfach. Und damit steht es jetzt halt 2-0. Jetzt kriegen wir 2-0 aufs Maul. Ich glaube, im nächsten Spiel spiele ich einfach auf der niedrigen Schwierigkeit. Kommen wir hier durch. Weghorst kämpft sich ein bisschen durch. 2 Minuten Nachspielzeit, dann müssen wir jetzt gleich abpfeifen. Komm, ich versuche es auch mit einer Flanke. Hendricks, vielleicht kann er es ja von da machen. Das war, glaube ich, Hendricks Kopfball. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, da kommen wir halt nicht dran. Vielleicht ja nochmal eine Chance. Jetzt stehen richtig viele Spieler in der Mitte. Du kannst richtig viele aussuchen. Komm, Kopfball. Warum geht das denn nicht? Mann. Die letzten 2 Episoden sind damit gestrickt, dass ich hier einfach nur rumsitze und rumheule vor allen Dingen. Weil einfach nichts nach Plan geht. Ich bin frustriert, Leute. Ich bin frustriert. Es will einfach nicht sein. Es muss gegen Leverkusen besser laufen. Vielleicht läuft es ja im DFB-Pokal besser. Aber da stelle ich die Schwierigkeit einen runter. Dann spielen wir halt auf Weltklasse. Dann gucken wir mal, wie es auf Weltklasse so funktioniert, okay? Ja, müssen wir ja, glaube ich. Ansonsten kriegen wir jetzt nur noch aufs Maul. Spieltag ein, Spieltag aus. Und das will ich nicht. Und das wollt ihr wahrscheinlich auch nicht. Also bei den Statistiken. Bei den Statistiken, wenn ich ganz ehrlich bin, nochmal. Ist das wie bei Lille. Tatsächlich ist das wie bei Lille. Aber dennoch haben sie jetzt 2-0 gewonnen. Leipzig gewinnt 4-1 gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist momentan echt so ein Punching Bag, auch in der Europa League ja gewesen. Und Frankfurt gewinnt 3-0 gegen Freiburg. Ja, wunderbar. Das ist ja richtig schön für uns, muss man ja sagen. Toll. Wir sind nämlich ja Frankfurts Verfolger. Wir wollen ja auf Frankfurts Platz vorsteigen, vormarschieren sozusagen. Und was passiert? Frankfurt rast jetzt natürlich weg. Ach, verdammt. Wir sehen doch mal hier Nelson, Reece Nelson auf 93 Dribbling. Wunderbar, der ist auch übel schnell und Beweglichkeit 95, fast 96. Uiuiui. Oh, wie süß der Niklas Moisander ist. Guck mal hier. Boss, es ist toll, dass wir im Pokal weitergekommen sind. Ich hoffe, ich bin auch Teil ihrer Planung, denn für mich gäbe es nichts Schöneres, als mich mit dem Pokalgewinn zu verabschieden. Und wir haben ja schon mal den DFB-Pokal gewonnen. Und es wäre natürlich krass, wenn wir das jetzt auch schaffen sollten. Dann sind wir auch wieder in der Europa League. Aber wie süß ist das denn mit Niklas Moisander? Er hört mit der Karriere auf und möchte jetzt gerne noch einen Pokal gewinnen und so weiter. Schaffen wir es für Moisander? Kriegen wir das hin, dass Moisander sich freut und dass er ein schönes Karriereende hat? Wir gucken einfach mal. Komm, ich sag jetzt einfach, komm, du bist ein Vorbild. Das kann man ihm auf jeden Fall sagen. Vor allem in der Innenverteidigung. Vor allem für die Werder Bremen-Fans und so. Moisander, wir geben unser Bestes. Ich glaube, ich habe richtig Mist gebaut oder so. Guckt euch mal die Stimmung an im Kader. Augustinsson, obwohl er verletzt ist, genauso wie Alanovic. Beide total unglücklich. Ihorst unglücklich. Wiemann unglücklich. Costa unglücklich. Markfrede unglücklich. Veljkovic unglücklich. Leute, das hört doch lange nicht auf. Friedl ist unglücklich. Jakobsen. Mazura. Ja, Piotrowski ist auch unglücklich. Pavlenka war vorhin auch unglücklich. Eggestein war vorhin unglücklich. Konnokbia war unglücklich. Rashica war unglücklich. Bevor die halt eben alle in der Startformation jetzt gerade gelandet sind. Die sind alle unglücklich. Ja gut, okay. Ja, ich kann es dir noch nicht übel nehmen. Wir haben jetzt 2-0 verloren gegen Köln, nachdem wir 2-0 verloren haben gegen Lille und damit aus der Europa League geflogen sind und so weiter. Es ist jetzt gerade so ein Formtief. Hat man halt aber auch mal als Mannschaft. Mal gucken. Ich hoffe mal, wir können das jetzt brechen gegen Leverkusen. Ich habe jetzt auf Weltklasse gestellt und nicht mehr auf Legende. Ist vielleicht Cheating, aber ich will auch Spaß an dem haben, was ich jetzt hier mache. Ne? Deswegen mal gucken, ob das jetzt einfach besser funktioniert. Da unterhalten die sich. Ich hoffe, die pushen sich vor diesem Spiel. Ich hoffe, die geben sich so ein bisschen mentalen Schub. Denn jetzt sind wir hier im Halbfinale des DFB-Pokals gegen eine saustarke Mannschaft, die sich halt Bayer Leverkusen schimpft. Das wisst ihr ja, denke ich mal, mittlerweile. Und jetzt zählt es. Klar, eine Schwierigkeit niedriger mal gegangen. Und dann mal schauen, wie wir halt eben jetzt hier gegen Leverkusen auftreten können. Vielleicht haben wir jetzt ja sogar vernünftige Chancen. Und mit etwas Glück heißt es dann Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Mit etwas Glück. Also mal schauen. Das wird natürlich unsere Ambition sein. Anstoß hier im Weserstadion. Werder Bremen hat die Pille. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir weiterhin im DFB-Pokal die Pille behalten. Bedeutet also, dass wir nochmal 90 Minuten Chance bekommen, dann im Finale. Ja, ich bin ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Weil wir haben auch gesehen gehabt, unsere Trainerbewertung ist momentan nicht die beste. Nachdem wir ja, wie gesagt, Europa League ausgeschieden sind, jetzt auch wieder verloren haben und so weiter. Unser Vorstand ist nicht zu 100% zufrieden mit uns, aber ich bin erstmal zufrieden mit unserer Mannschaft, wie wir das zumindest hier jetzt gerade spielen. Van de Beek, Munas Dabur. Van de Beek durchstecken wieder. Ah, schade. Und jetzt haben sie den Ball. Jetzt müssen wir aufpassen. Weil auch auf Weltklasse hat sich schon gezeigt, dass die natürlich saustarke Offensivläufe haben, saustarke Offensivaktionen haben. Yusuf Poulsen kann natürlich jetzt auf die Außen spielen, beispielsweise auf dem hierbei hat das auch getan.
Josef Poulsen mit Demi bei. Zapata ist auch bei Leverkusen, aber selbstverständlich. Spieler im Fokus, wie es da steht. Schade, Konopi hätte daran kommen können. Bitte, Leute, nichts anbrennen lassen, bitte. Ich sag das so häufig, aber jetzt, das gilt jetzt so stark wie noch nie. Bitte, kommen wir da ran. Rashica muss hinten mit aushelfen und macht das auch besser als die Innenverteidigung gefühlt. Komm, Donny van de Beek rennt durch. Das darf doch nicht wahr sein, wie offen die da hinten sind. Donny van de Beek? Was kann er aus der Situation machen? Sieht Eggestein. Eggestein will zum Tor rennen. Komm schon, Eggestein. Mann, das ist so... Das ist wie viel Pech kann man haben? Es will auch einfach nicht sein. Wie ging die... 100%ige Chance. Es gibt Abstoß, wenn ich das richtig sehe. Ich meine, das war eine wahnsinnig gute Chance, aber... Mann, das musst du machen. Soria bei dem im Tor. Ja, so. Van de Beek kann sich schön die Pille holen. Wunderbar. Ich sag ziemlich häufig jetzt in letzter Zeit Pille. Rashica? Nein, da wieder die Grätsche in der letzten Situation. Ne? Letzter Mann Grätsche. Dass sie sich sowas trauen. Josef Poulsen wird bedrängt. Gut gemacht von Munas Dabur. Munas Dabur vorne eigentlich nicht mehr so stark, wie ich ihn gerne hätte. Aber dafür defensiv macht er irgendwie ziemlich viel Work, wie ich finde. Komm, da sehen wir ihn noch. Munas Dabur wieder. Munas Dabur ist jetzt erstmal durch. Munas Dabur. Ah, wohin? Zu kompliziert. Zu kompliziert. Was machst du denn? Viel zu kompliziert, die Situation. Aber wir können das so entschärfen. Konok Bia. Ah, schade. Wäre der durchgesteckt gewesen, dann wäre es wahrscheinlich zu einem Tor gekommen. Deswegen darf ich den wahrscheinlich gar nicht so durchstecken. Josef Poulsen jetzt mit einem Konter, will den einleiten, ist ein sauschneller Spieler, sau agil. Deswegen einer der besten, wo du irgendwie einen Konter mitfahren kannst. Schön dazwischen, ja, meine Fresse nochmal eins. Also in Defensive funktioniert jetzt aber. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Männer Lust haben. Wunderbar durchgesteckt, Munas Dabur jetzt. Komm, das muss es doch sein. Mann! Ich glaube, ich brauche eine Pause. Wirklich, ich glaube, diese... Manchmal habe ich ja so FIFA einmal in der Woche gebracht oder, weißt du mal, auch so eine Woche Pause oder sowas gehabt. Ich glaube, das war auch ganz gut immer für meine eigene Mentalität und für mein eigenes FIFA-Spielen. Komm, ich flank jetzt auch mal rein. Von Donny van de Beek. Nee, dann kommt so ein Kopfball bei rum. Von Eggestein, glaube ich, war das, ne? So, und jetzt heißt es von EA wahrscheinlich so, ja, wieso, da ist doch ein Kopf, hier, der ist doch zum Kopfball gekommen. Nur der ist halt nicht der kopfverstärkste Spieler, deswegen ging das jetzt nicht direkt aufs Tor. Ja, ja, klar, verarschen kann ich mich selber. So, Conor Bier, kommst du da ran? Macht er auch gut. Banega nicht der größte Spieler. Dementsprechend kann ich das auch nicht übel nehmen, dass er hier Kopfballduell nicht so sauber gewonnen hat. 30. Minute klingelt jetzt schon an der Tür. Kastanje ist da ja mal wieder. Ach, unser Freund, die Kastanje. Da kommen wir nicht ran. Martinez kann jetzt auch in die Mitte spielen. Macht das auch flach. Aber wir können das Gute abfangen. Ja, vielleicht muss ich auch mal flache Flanken ausprobieren. Oh, wunderbar von Banega. Richtig schön gemacht. Rübergesprungen. Banega jetzt. Könnte auf Munas Dabur spielen. Der ist schnell. Aber Jedwai ist halt auch schnell. Schön, ja, schön versucht, aber versuchen ist da nicht alles. Wenn es am Ende nicht funktioniert hat, war nur der Versuch da. Jetzt müssen auch mal die Ergebnisse davon zählen. Josef Poulsen auch irgendwie gefühlt Dreh- und Angelpunkt bei denen. Kommen wir auch so nicht mehr ganz einfach mit ran. Und jetzt Josef Poulsen kann mal durchsprinten, weil ein Kudu da nicht vernünftig steht. Josef Poulsen. Ach, er tunnelt uns einfach. Wie frech. Und Pavlenka da ohne... Ach, wo wirfst du denn hin? Gott, verdammt. Kommen wir auch nicht ran mit Banega. Der schießt aus dem Winkel. Es wurde ultra gefährlich. Aber eigentlich Pavlenka, zumindest was die Paraden angeht, bei den Abwürfen, kann man sich ein bisschen drüber streiten jetzt bisher. Zumindest bei den Paraden funktioniert das sau, sau gut bei ihm. Kommen wir da ran. Wunderbar gemacht hier von Van de Beek. Und jetzt haben wir erstmal den Konter, den wir jetzt hier durchziehen können. Nicht so viele Spieler sind jetzt gerade da für uns. Aber mit Van de Beek erstmal Tempo reinbringen. Ich weiß nicht, was Munas Dabur da... Ey, wow! Das ist rot! Das ist brutal einfach nur von hinten weggegrätscht. Hallo! Wenn, das ist jetzt rot für Jedwai. Nicht mal ich fass es nicht. Was ist denn hier los? Boah, das ist so brutal. Nicht mal mit Aussicht auf den Ball. Dann auch noch... Das ist auch noch ein taktisches Foul. Und ein taktisches Foul ist im Regelbuch so geschrieben. Das ist eine gelbe Karte. Also ehrlich, okay, nee, wechseln will ich gar nicht, was mache ich denn hier? Ich wollte auf Offensiv schalten und dann halt eben was wechseln, natürlich, ja, weil wir kennen es ja schon. Ich habe es schon wieder nicht auf Offensiv gestellt, weil ich es ja einfach schon wieder vergessen habe. Wir machen, komm, ich packe jetzt Reece Nelson bitte einfach mal rein. Komm, ich packe jetzt Reece Nelson einfach mal bitte rein, weil Eggestein ist jetzt schon bei der Hälfte angekommen. Und ja, dann halt eben so das Übliche hier, die hier miteinander tauschen, genauso wie Van de Beek, der jetzt dort halt eben spielt. Und dann, ja, Daumen weiter drücken bitte, ne? Gegen Leverkusen muss hier bitte ein Sieg her und noch eine Verlängerung will ich mir jetzt hier nicht antun. Wir hatten schon gegen Lille eine Verlängerung gehabt.
Und vor allem bei diesen Außentemperaturen hier in Deutschland und so, gehst halt komplett ein. Da hilft es auch nicht, dass halt eben so eine Playstation halt eben noch irgendwie mit dabei an ist. Munas Dabur. Munas Dabur, das muss es doch sein! Junge Pfosten! Komm! Ach, das ist... Oh. Ey! Der Keeper fliegt sogar zu Boden. Er hätte ihn locker reinmachen können. Alter. Halbzeit gibt's gleich. Das brauche ich, glaube ich, auch. Ich muss auch gleich einen Schluck trinken oder so. Ich glaube, ich... Ja, puh. Ich weiß auch nicht, ob ich gleich einen Cut setze oder sowas. Und dass ich irgendwie... Keine Ahnung. Ein Kissen schreie oder sowas. Ich weiß es nicht. Irgendwas brauche ich hier zum Abreagieren, glaube ich. Rashica, wunderbar. Rashica jetzt vorm Tor. Rashica, bitte. Jawoll. 1:0. Jetzt gönne ich mir einen Schluck. Jetzt gönne ich mir aber was zu trinken jetzt hier. Das habe ich mir auch mal verdient nach der Scheiße jetzt. Ganze Nachbarschaft schon wieder vollgeschrien, ohne Scheiß. So was habe ich mir nicht vorgestellt jetzt hier heute, dass ich wieder so, dass das wieder alles aus mir abverlangt hier wird. Zumindest psychisch hier gerade. Wunderbar, aber was für ein Tor aber auch bitte, ne? Schon wieder ins oberste Eck reingeknallt. Weißt du, in einem besseren Winkel kannst du es gar nicht reinknallen. Und dann, wie gesagt, auch noch reingeknallt. Nicht mal mit Gefühl oder sowas, sondern wirklich reingeböllert von The Rocket. Er ist nicht nur so schnell wie eine Rocket, er kann auch die Bälle so schnell bewegen wie eine Rocket. Und damit psychologischer Vorteil, sagt man da ja auch immer gerne. Genau, weil vor dem Halbzeitpfiff ist dieses Tor jetzt hier passiert, kann man das so sagen. Und damit gehen wir jetzt auf in die Halbzeit. Können wir das jetzt auch bitte so runterspielen? Darf ich damit jetzt nach Hause fahren, bitte? Ich schwitze mich hier auch schon wieder kaputt. Und so wie es aussieht, wenn wir ins Finale kommen, müssen wir gegen Bayern ran, die jetzt gerade 2:0 führen gegen Hoffenheim. Große Überraschung ist jetzt vielleicht auch gar nicht so groß, aber ich würde es natürlich auch Hoffenheim gönnen. Aber ich glaube, da muss jetzt schon wirklich ein Wunder passieren, damit die sich wieder zurückkämpfen. Egal. Zweite Halbzeitwechsel möchte ich jetzt gar nicht mehr, ja, runterspielen am besten. Auch wenn es schon wieder nur ein 1:0 ist oder irgendwie so, aber das kann ich jetzt gebrauchen, nach dem Mist jetzt hier bisher. Die sind alle auf jeden Fall auch nicht so topfit bei dem hier bei Leverkusen, muss man auch sagen. Die sind alle echt nicht so topfit. Guck mal, Dabur kämpft sich den Ball zurück. Aber nee, Demirbay macht das aber auch nochmal. Ja, gut. Und somit kriegen wir den Ball dann doch nicht. Josef Paulsen wird hier von Philipp Max bedrängt. Der sieht oben nochmal. Na, Kastanje rennt auch mit, aber können wir den kontrollieren, den Ball? Tatsächlich, können wir sogar wirklich. Wunderbar. Guck mal, das ist dann doch wieder Einsatz. Das ist dann doch wieder Mentalität, die meine Spieler jetzt hier wieder an den Tag bringen. Und so will ich das auch sehen von meinen Spielern. Munas Dabur rennt jetzt durch. Nee, das ist nicht Reece Nelson. Aber Reece Nelson, okay, warum denn nicht? Reece Nelson kann das ja auch mal ausprobieren. Der sieht Van de Beek durchsprinten. Van de Beek ist jetzt durch. Van de Beek. Van de Beek, jawoll! Yes! Habt ihr die Ruhe gesehen? Habt ihr die Ruhe von diesem Niederländer gesehen, weißt du? Jetzt hat er seinen Käse vom Spieltag bekommen. In den ganzen letzten Spielen jetzt hier, auch in der letzten Episode und so weiter, da war er träge. Ich weiß jetzt auch, woran es lag. Entweder weil er kein THC bekommen hat oder weil es am fehlenden Käse lag. Und guck mal, was für eine Ruhe. Auch in dem Schuss einfach so aus dem Gelenk. Also, guck mal hier so. Aus dem Gelenk einfach reingeknallt, der Teil. Wirkt schon fast wie mit der Bauernspitze, mit der Pike gemacht. Und damit führen wir jetzt 2:0 gegen Leverkusen. Es fühlt sich gut an, okay? Es fühlt sich gut an, Erfolg zu haben. Dass die Chancen auch reingehen. Ja, bisschen entschieden, ja. Ich fühle mich auch ein bisschen schmutzig dabei, okay? Weil ich die Schwierigkeit runtergestellt habe. Ich weiß nicht, ich will mich immer für alles ja rechtfertigen und so weiter. Aber es fühlt sich auch schon so ein bisschen dreckig. Ach Gott, ich habe Zweikampf gedrückt, ja. Komm, Dabur, mach ihn! So, natürlich keine große Chance jetzt hier gewesen. Spielen ihn weit auf Zapata. Zapata soll da angespielt werden. Der kommt sogar ran, aber es war Abseitsposition jetzt hier. Keine Ahnung, warum Zapata da so rumgurkt. Demirbay geht runter. War ja auch nicht mehr der Fitteste. Habe ich ja schon angesprochen gehabt, dass er nicht mehr der Fitteste war. Balde kommt dafür rein. Oh, schön gespielt. Rashica, komm. Rashica, du siehst ihn noch wieder durchsprinten. Komm, Konnock Bier vor Philipp Max. War das Abseits? Man weiß es nicht. Komm, flag einfach mal rein. Ja, es war Abseits. Schade. Die Flanke wäre auch sowieso zu nichts gekommen. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, der Keeper wäre da entweder rangekommen oder natürlich der Endverteidiger, der da, ich glaube, Dabur war das wieder, da zugestellt hatte. Aber egal, die Ambition war ja zumindest da. Schön, Banega hat jetzt den Ball und ultra viel Freiraum bei Van de Beek. Van de Beek mit dem Schuss.
Ach Leute, man muss es doch mal probieren. So viel Freiraum kriegst du keinen Tag wieder, okay? So viel Freiraum kriegst du nie wieder. Und wenn Van de Beek dann, wie gesagt, einen guten Tag hat oder sowas, dann kann er sowas auch mal reinmachen. Ich glaube, das ist eine große Schwäche von mir, die man hier auch in der FIFA-Karriere irgendwie merkt. Wenn ich dann Erfolg habe, dann mache ich einfach so einen Schwachsinn aus dem Erfolg, den ich halt irgendwie hier verzeichnen kann. Weil dann, ich führe 2-0, anstatt dass ich das jetzt safe hier runterspiele und dass ich versuche hier auch weiterhin auf safe Tore zu gehen und so, schieße ich halt aus 40 Metern und ärgere mich dann, wenn es nicht reingegangen ist oder was. Ja, was ist das für eine Moral? So Havertz, Kai Havertz, Josef Poulsen, Balde wartet auch schon auf den Außen, aber Josef Poulsen kann auch selber durch. War auch ein bisschen Handspiel von Rashica, aber ich finde das wirklich grandios und klasse, was für eine Arbeit Rashica jetzt hier an den Tag legt, dass er auch hinten immer so viel mithilft. Genial. Kriegen wir jetzt noch vielleicht einen Angriff hin. Van de Beek könnte jetzt durchsprinten. Hat Freiraum. Van de Beek macht das super. Van de Beek ist jetzt erstmal durch gegen Dragovic. Van de Beek auf Munas Sabur. Munas Sabur 3-0. Boah. Was für ein Auge. Was für ein Auge Van de Beek hat. Oh, sweaty. Ja gut, wir spielen nicht online. Ja, also ich darf mich dafür jetzt nicht schlimm fühlen. Das ist die KI. Die sweatet auch selber, wenn es halt eben funktioniert. Und Munas Sabur hat jetzt auch endlich mal wieder ein Tor erfolgt. Da wird er sich auch freuen. Und wir freuen uns, dass wir jetzt schon 3-0 führen. Aber ich möchte erstmal was wechseln. Aber es ist halt auch nicht gut. Weil wenn ihr euch überlegt, guck mal, ich habe jetzt eine Schwierigkeit runtergestellt. Ich spiele jetzt gerade auf Weltklasse. Ich bekomme auf Legende 2x ein 2-0 ins Gesicht gedrückt. Kann ich überhaupt irgendwas wechseln? Ich glaube, ich kann nicht mal was wechseln. Ich bekomme 2x ein 2-0 auf Legende reingewirkt. Und wenn ich jetzt auf Weltklasse spiele, was passiert dann? Ja, ich führe auf einmal 3-0 gegen Leverkusen. Und es gibt keine Mitte dazwischen. Also, ich glaube, ich muss oft Legende spielen, sodass ich... Oh, schön von Nelson. Ich glaube, ich muss oft auf Legende spielen, sodass ich damit klarkomme. Wunderbar durchgesteckt. Was war das denn? Reece Nelson. Oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, der Ball ist verloren. Auf einmal kommt er da noch ran. Oh, und dann auch wahrscheinlich wieder Millimeter. Das wäre das 4-0 gewesen. Könnt ihr euch das vorstellen? 4-0 gegen Leverkusen hier im DFB-Pokal. Ja, was wäre das denn bitte gewesen, Leute? Was wäre das denn bitte gewesen? Ich gehe hier komplett ein. Amiri kommt rein für Havertz. Ja, was ich sagen wollte, ist halt, es gibt keinen Mittelwert so. Ja, ich spiele, ich nenne es mal, ich will nicht... Ich will jetzt nicht egoistisch oder sowas oder irgendwie selbstverliebt reden, aber ich spiele viel zu gut für Weltklasse auf einmal. Ich spiele aber viel zu schlecht für Legende. Das ist nicht gut. Martinez. Wir können das ja so machen, ach Gott, ich habe wieder Zweikampf gedrückt. Wir können das ja so machen, oh guter Versuch, dass ich, keine Ahnung, jetzt vielleicht auf Weltklasse immer spiele, aber dann ist es vielleicht auch wieder langweilig, weil ich dann wahrscheinlich safe in die Europa League reinkomme oder so. Und dass ich halt einfach in der nächsten Saison von Anfang an auf Legende spiele. Das könnte man vielleicht wirklich so machen. Weil so komme ich dann halt auch in die Schwierigkeit irgendwie rein oder so, hätte ich jetzt gesagt. Maybe. Seid ihr damit einverstanden? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ihr sollt ja auch teilhaben an dem Projekt. Van de Beek hat wieder viel Freiraum. Ihm wird wieder viel zu viel Freiraum tatsächlich mitgegeben. Reece Nelson? Nee, nicht gut durchgesteckt. Nicht gut durchgesteckt. Ah, Van de Beek kommt da wieder ran. Munas Sabur. Munas Sabur mit dem Schuss! Boah. Mann, ich will auch mal ein Fernschusstor wieder reinmachen. Das war so ein schöner Versuch schon wieder. Relativ knapp, oder? Ja, ja, relativ knapp. Aber dennoch, hätte auch wieder reingehen können, theoretisch. Ah, ich mache mir wieder viel zu viel aus. Jones kommt rein für Jedwai. Der Innenverteidiger wird hier ausgewechselt, okay. Obwohl sie eigentlich hier nach vorne natürlich wieder pushen müssen. Jetzt heißt natürlich für die, öffnen alle Pforten, weil es geht jetzt natürlich um gar nichts sozusagen. Also, ne, alles oder nichts. So, Munas Sabur hat den Ball. Munas Sabur. Ach, das ist so. Das ist schon wieder das alte Werder Bremen-Muster jetzt hier, ne? Das ist schon wieder das alte Werder Bremen-Muster. Was bietet der mir hier an? Ja gut, dann mache ich mal Piotrowski für Banega. So wie wir das halt eben kennen, weißt du? Die stehen vorm Tor, auf einmal verlieren die komplett die Composure, kriegen Schnappatmung und schießen das Tor dann aus dem Stadion raus. So wie man es dann irgendwie kennt. Schüsse, 5-0. Dabur gegen Kampel. Ist jetzt nicht der beste Vergleich, wie ich finde, aber oh gut, okay. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass Dabur zumindest seine 5 Schüsse hier schon abgeliefert hat. 88 Minuten klingelt jetzt auch schon wieder. Und das haben wir jetzt eigentlich gewonnen. Ich möchte jetzt hier nicht Tag vom Abend loben, aber ich glaube, das kriegen sie jetzt hier nicht mehr hin, ja. Also, wir müssen hier nichts vornehmen. Vielleicht wird es ja sogar noch ein 4-0 hier, wa? Man weiß ja nicht. Konnok Bia durch. Schön. Konnok Bia auf Munas Sabur. Munas Sabur aus dem Spitzenwinkel. Nee. Aber Rashica kriegt nochmal die Pille. Piotrowski, gut gesehen. Piotrowski sieht oben den Hendricks. Den sieht doch mal in der Mitte hier den Van de Beek. Ja, aber der wird halt eben bedrängt hier von Kimpembe. 3 Minuten Nachspielzeit, aber die klingeln jetzt auch schon wieder, würde ich sagen. Dann müssen wir jetzt auch abpfeifen. Und damit sind wir im Finale des DFB-Pokals. Und jetzt kann ich es auch wieder sagen. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Wunderbar. Nach einem 3-0-Sieg gegen Bayer Leverkusen. Alter Schwede. Was ein Spiel das jetzt hier mal wieder war. Hier wurden wir jetzt auch wieder mal erfolgreich, muss man sagen. Gucken wir mal in die Statistiken rein, yo. Also,
vergleicht mal die Statistik mit der Statistik auf Legende, ne? Schade, dass es da keinen Zwischenwert gibt für uns, wo es dann vielleicht ein bisschen spannender wird. Aber wie gesagt, vielleicht, ihr schreibt mal eure Meinung am besten in die Kommentare, was das angeht. Ihr habt ja eure Aufgabe bekommen. Ja, aber zumindest kann ich jetzt mehr oder weniger sicher sagen, wir sind auf jeden Fall ziemlich weit im Finale. Oder ziemlich weit im DFB-Pokal jetzt im Finale. Und unsere Chancen auf die Europa League sind noch groß da. In der nächsten Episode heißt es dann, Gladbach ist bei uns im Stadion zu Gast. Wir gucken nochmal auf die Tabelle, wir sind runtergerutscht auf den 10. Platz, zweistellig mittlerweile. Aber die meisten haben ja auch schon 31 Spiele hinter sich. Und wir sehen, wenn wir jetzt hier gewinnen, wir haben 45 Punkte. Wenn wir jetzt gewinnen sollten, kommen wir höchstens nur auf Platz 8. Aber das schaffen wir auch nicht, weil Köln hat eine viel bessere Tordifferenz. Plus Köln muss noch spielen. Also wir hoffen, ja, die müssen aber gegen Leverkusen. Ich hoffe mal, dass sie gegen Leverkusen verlieren. Ja, und dann müssen wir Glück haben, I guess. Wir müssen jetzt alle Spiele hier in der Bundesliga gewinnen. Frankfurt muss ja auch noch sein Spiel spielen. Die müssen ran gegen Mainz. Mainz momentan auf Platz 13. Die Chancen stehen da auch nicht so schlecht für die. Wir müssen halt gegen Gladbach. Die sind auf Platz 5. Es wird hart. Aber es ist nichts unmöglich. Wir können es noch schaffen. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat diese Episode hier heute gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ich wünsche noch was. Tschüss, Kostin, Kostin. Bye, bye. Macht es gut.